So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Mario & Luigi Superstar Saga. Bevor wir weitermachen, habe ich noch ein paar Sachen zu erwähnen. Und zwar auf meiner Seite, wo ich nachgucke, wegen den 100% und so weiter. Und zwar, wir waren ja in Little Toad Town und da haben wir das Arcade Game gezockt, wo Mario dann krank geworden ist und so weiter. Das könnt ihr jetzt jederzeit wieder spielen und zu gewinnen gibt es eben die, boah, wie heißen denn die Bohnen? Die Gröllbohnen, glaube ich, das sind die gelben, die man halt immer nur gewinnen kann bei solchen Spielen. Die gibt es jetzt zu gewinnen dort, und zwar, wenn er 200 bis 239 gibt es 2 Bohnen, bei 240 bis 279 Punkte gibt es 3 Bohnen, bei 280 bis 319 gibt es 4 Bohnen, bei 220 bis 320 bis 359 gibt es 5 Bohnen, 360 bis 400 gibt es 6 Bohnen, bei 401 bis 440 gibt es 7 Bohnen, 441 bis 480 gibt es 8 Bohnen. Und bei 480 und darüber gibt es jeweils 9 Bohnen zu gewinnen bei der Slotmaschine. Gut. Ansonsten haben wir eigentlich alles soweit, glaube ich. Wartet. Ja, ansonsten haben wir alles. Jetzt kommt dann noch 2 Minispiele, wo es noch was zu gewinnen gibt, aber das war's dann auch. So, wir sind hier und füttern die Yoshis. Ich hab Hunger, ich will Obst. Hm? Hurra, Obst, Njam. Es schmeckt nach Bohne, da kommt das Obst darum, Obstbohnen sind spitze. Oh yeah. Hey, das kannst du ruhig mitnehmen. Oh yeah. Oh yeah, rotes Neonei. Ich hab Hunger, ich will Obst. Yoshi. Du erhältst oranges Neon-Ei. Ah, zum Glück geht das jetzt schnell. So. Und damit füttern wir jetzt einfach alle Yoshis. Blam. Du erhältst violettes Neon-Ei. Blam. Du erhältst blaues Neon-Ei. Und hier ist das Grüne. Ich liebe Grün. Blam. Und dann einfach mal gucken, ob wir in dem Part die Quest erledigen können. Grünes Neon-Ei. Wer hätte es nicht anders erwartet. Und hellblaues, ne? Dann hätten wir, glaube ich, alle. Na, ich glaube, draußen wartet noch eins. Türkises. Sehr interessant. Das ist also ein türkiser Yoshi. Ah, hier ist noch ein gelber. Und dann dürften wir alle haben. 3 hier drinnen. 3 da draußen. Ne? Ich glaube, einer fehlt noch. Gelbes Neon-Ei. Ba-bam. Und ich habe jetzt auch nachgeguckt, wegen der Rolle, wie schon gesagt. Die Schriftrolle dürften wir eigentlich schon finden können. Aus dem Grund wundert mich dann gerade, warum wir die nicht gefunden haben, immer. Bei den Hammer-Bro-Typen. Weil ich da ja immer hingerannt bin. Ja, ich glaube, wir haben alle Neon-Eier. Ja, ihr beiden habt es tatsächlich geschafft. Das sind tatsächlich Neon-Eier, die kommen an unser Schild. So, den habe ich ja so geredet wie so ein Mafia-Boss. Naja, egal. Bling. Ha, geschafft, ich hab's geschafft. Wir haben es geschafft, Yoshi. Es ist vollendet, Yoshi. Da, Yoshi. Dank euch ist mein Charter jetzt fertig. Also wie versprochen, bitteschön. Oh yeah! Wir haben den Erfolg in dem Part. Nur noch ein Fragment. Und nun müssen wir langsam den Verstandungsraum vorbereiten. Verzeiht, die Audienz ist beendet. Yay! Damit hätten wir das nächste Sternmondfragment. Es fehlt, wie gesagt, nur noch eines. Und das holen wir uns jetzt ebenfalls. Vielleicht sogar noch in diesem Part. Das wäre richtig krass, wenn ich das noch hinkriege. Und zwar ist das auch direkt das nächste Minispiel, das wir zocken werden. Das heißt, dann kann ich auch direkt vorlesen, für was man wie viel wie bekommt und so. Und zwar heißt das jetzt erstmal hier rüber.
Dann können wir auch noch eben nachgucken, wie viele Wabröhren uns noch fehlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine noch. Gut. Wir müssen nämlich... Komme ich da irgendwie hin? Ja, in den Grinsewald. Da waren wir lang nicht mehr, da bin ich einmal zurückgerannt, weil wir dann ja später erst die Fähigkeit gelernt haben mit den... Ja, lass mich in Ruhe. Mit dem Boden ausgraben und das habe ich jetzt gemacht und aus dem Grund haben wir jetzt hier auch alle Bohnen. Heißt, ich muss hier nicht mehr Ausschau nach Bohnen halten, weil wir haben alle. So, komm, ich smash wieder B. Bum, 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 bum. Komm, geh hoch, komm, geh hoch, komm, geh hoch, komm, geh hoch. Ah, grauenhaft. Ah, genau. Mario zündet Luigi an und dann rammen wir dich erstmal weg. Ich bin ungewöhnlich, ich bin wirklich ein ungewöhnliches Paar. Und damit wären wir in den neuen Raum, wo Luigi sich erstmal hier Kohle ohne Ende holt. Und hier ein Pilz, das hat sich voll ausgezahlt. Oh, hier wäre geil ein unsichtbares Item. Mhm. Fehlen nur noch 5 Flachbohnen, dann können wir uns den letzten Saft machen. Ich hoffe, den kriege ich noch zusammen. Nicht, dass ich dann noch auf die Suche gehen muss, weil im gesamten Spiel gibt es nur 30 Flachbohnen, Freunde. Und das wäre doof, wenn ich die nicht zusammenbekomme bis zum Ende. Natürlich will ich nicht alle zeigen, das ist genauso wie bei Wind Waker. Da gibt es auch nur 15 blaue Slimes und ich werde natürlich nicht alle 15 holen. Ich werde natürlich nur 11 holen bei Wind Waker. So habe ich das immer gemacht, damit ich einen noch im Inventar habe. Und 10 gebe ich ab. Ist halt so. So. Jetzt wären wir hier im Reich der Schnecken. Oh. Das sind die Mafia-Bosse hier. Aber ich kann das irgendwie nicht, die Mafia-Boss-Stimme länger zu halten. Das kann ich einfach nicht. Ich weiß auch nicht wieso. So. Bisschen Kohle, bisschen Kohle, bisschen Kohle. Gut. Kann ich darüber schweben? Geht sich nicht aus, ne? Kann ich da einfach hochjumpen? Nee. Dann muss sich das aber doch so ausgehen, ne? Das wundert mich gerade. Ja, hab ich doch gewusst. Auch wenn wir die Bohnen nicht mehr brauchen eigentlich, ich hole sie mir trotzdem, weil sie liegen rum und sie ruinieren irgendwie mein 100% Safe Ding. Ihr heiliges Gebiet der Kriecher, Durchgang für Fremde gesperrt. Ja. Die Kriecher also. Eine geheime Sekte. Wir werden uns der geheimen Sekte der Kriecher anschließen. Ja, sehe ich so aus, als ob ich dumm bin. Nein, so sehe ich nicht aus. Also, finde ich. Die Kriecher kommen in der Arena, versucht zu überleben. Was? Die machen hier auch noch illegale Glücksspiele? Krass. Willkommen an der Rezeption von Arena. Wollen kämpfen? Nee, noch nicht. Arena, Kampf gewinnen! Kriecher akzeptieren euch. Jetzt wird kämpfen. Ihr zwei Entschlossenheit passt. Wir gehen zu Kriechen Arena. Rezeption Münzen zahlen. Öffnen Türen. Ja, wir wollen kämpfen. Betreten von Arena, 500 Münzen zahlen, 500 Münzen danach, alles gratis. 500 Münzen zahlen. Oh Gott, wir müssen zahlen. Ja, okay. Fuck! Wenn man keine 500 Münzen hat, was dann? Kirche Arena, kämpfe oft, bis gut gekämpft. Okay. Kämpfen. Ja. Und jetzt kommt ein richtig krasser Kampf. Ja. Willkommen in der Arena, wollt ihr Schrotter spielen? Ja. Erklären brauche ich nicht, weil kein Bock. So. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Juckt mich aber nicht. Ich werde Steam angeschrieben, das finde ich nicht so toll, weil das ist irgendwie toll, dass mich irgendjemand Steam anschreibt. Das ist auch irgendwie neu. Jetzt ist Mario unverwundbar. Ich weiß auch nicht, was das bringt. Wenn man... Oh, okay. Wenn man getroffen wird, ob das irgendwelche Nachteile mit sich hat oder nicht. Es sieht gerade nicht so aus, aus dem Grund. Fuck. Bum, 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 bum.
Mario wieder. Sehr nice. Wir müssen halt einfach einen Highscore von 20, glaube ich, schaffen. Ich bin mir nicht sicher. Gut, 15. Bevor die Schnecke da unten das Ende erreicht hat, also die Gary hier ihr Fressen bekommen hat, müssen wir 20 Punkte haben. Und ich glaube, das kriege ich nicht hin. Das sieht gerade nicht so aus, Mann. Fuck off. Das sieht nicht so echt nicht danach aus, dass ich das hinkrieg. Fuck, ich will nicht nochmal das Minispiel zocken. 18, reicht's? Weiter verloren. Nochmal spielen. Fuck. Gut, ist aber auch nicht leicht. Fängt gut an wieder. Find ich nicht so nice. Gut. 20 oder 25 brauchen wir. Bin mir echt nicht sicher. Aber so schwer ist das ja nicht, ne? Badabidididu. 16, gleich haben wir 16. 17. Ist doch leicht, da krieg ich locker hin diesmal. Badabidididu. Einfach die ganze Zeit drücken, dass man sich bewegt. Dann ist es eigentlich recht easy going, ja. Also kriege ich locker noch 25. Ich weiß auch überhaupt nicht, was das Ziel ist. Aus dem Grund nicht wundern. So, nein! Ah, komm! 25, das muss drin sein. 26, sehr gut. Ich glaube, die Schnecke fliegt, fährt schneller. Ja, wenn man sich treffen lässt, dann ist die schneller. Das heißt, man sollte Treffer vermeiden. Außer natürlich jetzt, weil jetzt will ich, dass es aufhört. Reicht's? Oh, wir haben einen Highscore. Du Sieger, dies nehmen. Kriecher akzeptieren dich. Kriecherorden! So, und jetzt kann man das Spiel eben immer und immer wieder zocken. Das kann ich auch eben vorlesen. Und zwar kann man bei 21 bis 24 hält man 2 Bohnen. Bei 25 bis 28 3, bei 29 bis 31 4 und 32 und darüber erhält man jeweils 5 Bohnen. Das werde ich nicht machen. Vielleicht, ich gucke da jetzt einfach mal rein, wie es aussehen würde jetzt. Kann man da irgendwie... Nee, man kann hier keinen Highscore auswählen. Okay, kann ich das abbrechen? Ich will das irgendwie abbrechen. Komm, Schnecke, fahr. Fahr, Schnecke. Schnecke. Schnecke, Schnecke, Schnecke. Fahr, Schnecke, Schnecke, Schnung. Schnecke, Dudelidei. Na, ich könnte doch einfach mal nochmal zu Ende zocken, damit ihr das seht, wie er dann aussieht. Bei 20, da dürfte ich doch locker jetzt hinkriegen, oder nicht? Das würde mich echt wundern. Ja, das ist echt geil. Das freut mich ja so richtig. Ja, Mucke ist gut. Mucke ist gut. Das ist alles, was zählt bei so einem Minispiel. Eine gute Mucke und schon hat man alle auf seiner Seite. Ja, und die Suchtis, die können halt jetzt hier versuchen, 41 zu bekommen und dann erhalten die hier richtig krasse Preise, was einen überhaupt nichts bringt, aber man hat's halt, ne? Man hat es halt. Man hat halt dann als Highscore 41 stehen und dann kann man sich freuen. Mach ich vielleicht, wenn mir langweilig ist, wieder mal und irgendwie mein PC nochmal kaputt geht. Gerade habe ich ja immer noch das Rauschen in mein Headset, das dürfte demnächst dann auch weg sein, weil da kommt jetzt dann gleich mein Patch-Ding da. Mein Glückwunsch, das neue Highscore nochmal spielen. Ne, da verpiss ich mich. Auf Wiedersehen. Zahl der getroffenen Spielblöcke 30. Diese Bohnen kosten ihren Nehmen. 3, 4. Krass. Steht da jetzt irgendwie, welche wir bekommen haben? Ne. Gut, egal. Wir haben den Kriechohren und kriegen damit unser letztes Sternmondfragment. Freunde!
ich jetzt so laut betonen. Komm! Komm! Gut. Ich minimiere eben noch mein Fenster, wo steht, was man was man für eine Punktezahl schlagen muss, für wie viel Bohnen. Das ist ein Kriecherort, denn ihr seid Heldin von Arena. Ach! Kriecher akzeptieren euch. Ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt wird's episch. Den ich hier. Okay. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Eine Nuss. Okay, warum ist hier eine Nuss? Ich will eigentlich was anderes. Was viel epischeres, aber okay. Da ist nicht viel, da ist nicht viel. Hoch da. Hä? Da ist es also abgestürzt. Was? Ihr schon wieder? Ich hab den Schatz zuerst gefunden. Nee. Halt, stopp. Ja. Halt, stopp. Ha, denkt ihr, ihr könnt mich so leicht schlagen? Unterschätzt mich nicht. Nur weil ich alleine bin. Jetzt kommt mein stürmisches Solo-Debüt. Ja, und jetzt der einzige Kampf gegen Klaute, den Meisterdieb. Only. Und ich habe irgendwie Bock, meine neuen Attacken einzusetzen, und zwar die Flammbrüder. So. Ba-da-da-da-ba-ba-da-ba-da-ba. Sein Solo-Debüt, also. Ja, ja. Du kannst erstmal glauben gehen. So, erstmal die Verteidigung geschwächt. Und der ist auch irgendwie vergiftet. Fuck, das kriege ich irgendwie nie hin. Und ja, da bin ich jetzt nicht so stolz drauf, dass der meinen Hammer hat. Ja, Mario kann er nur treffen. Bam, so. Boah, nice, wie viel Damage das macht. So. Ich hatte nicht vor, meinen Hammer anzugreifen, Cloud, ne? Außerdem wirst du jetzt so oder so sterben, weil, ne? Das macht zu viel Damage an dir pro Runde. Ja. Nein, was mache ich denn? Oh, bin ich dumm. Fuck, jetzt hat er auch noch meinen Hammer. Ja geil, dann kann der mich ja jetzt nur vermöbeln. Und das macht bei Luigi so viel Damage. Oh Gott. Ja, Luigi tot. Mario kann ja jetzt nur One-Up-Pilz benutzen, weil ansonsten kann er auch nicht die Feuerattacke einsetzen. Das ist schon ein bisschen scheiße. Macht Luigi Donner-Ding. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ja, heil dich. Komm. Gehst jetzt so oder so drauf. Ob das jetzt überleben würdest. Egal wie viel KP die Erfinder gegeben haben, das kannst du jetzt nicht überleben. Überlebt der. Bam! Oh, come on! Kann ja nicht lange mehr leben. So, 16 wieder. Das macht locker über 100 Schaden. Kann mir das mal jemand zusammenrechnen, wie viel Damage ich da pro Runde mache? Bitte, danke. Haha, episch. 600. Aber keiner. Level up und damit haben wir alle Sternbohnenfragmente. Auf nach Schloss Bonia. Schon wieder verloren. Aber beim nächsten Mal. Er ist tatsächlich, er konnte tatsächlich wieder flüchten. Krasser Typ. So, ich will hier einfach mal noch speichern, weil ich will wissen, wie der Ort hier heißt. Ne? Das will jeder. Grinsewald Kriecher Gebiet. Gut.
Das freut mich und da haben wir sehr viel Geld verloren in dem Kriechergebiet. Ich hasse die Kriecher. Das sind eine scheiß Sekte. Und damit wäre es geklärt und wir verpissen uns nach Hause. Denn ich glaube, jetzt ist der Wald hier komplett abgeschlossen. Hier dürfte es jetzt gar nichts mehr geben. Was uns auch nur irgendwie im geringsten interessieren könnte. So, ich habe jetzt überlegt, weil ich habe mir gedacht, jetzt stirbt der, also der jetzt nicht mehr flüchten kann, damit ich euch dann noch ein Easter Egg zeigen kann. Das Easter Egg ist nicht eingetreten und aus dem Grund gehen wir zurück nach Bohnenburg. Und ja, ich glaube, der Part ist lang genug. Lass mich. Ansonsten, es ist nicht so schlimm, wenn der Part jetzt ein bisschen kürzer ist. Ich hoffe, der Part hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss, meine Freunde.